So, ein neuer Versuch. Ich hoffe, ich bin jetzt hörbar. Ah, sehr gut, danke für die Rückmeldung. Dann beginne ich nochmal von vorne. Also herzlich willkommen zur Fragestunde zum Thema analoge Modulation. Es sind jetzt 33 Zuschauer aktuell verfügbar bzw. dabei. Ich werde den Stream aber natürlich die nächsten Tage noch online lassen, damit die, die jetzt unter Umständen hinausgefallen sind, sich das auch noch ansehen und anhören können. Ich habe mir überlegt, dass wir das heute so handhaben, dass ich die Fragen, die gekommen sind per Mail oder auch im Teach Center, ich in drei Gruppen sortiere. Das heißt, dass ich am Anfang zwei allgemeine Fragen oder zwei allgemeine Kommentare habe und ich danach die Fragen so sortiert habe, dass ich zuerst die der Amplitudenmodulation beantworte und danach die zur Frequenzmodulation, so wie Sie dies ja auch schon aus den Vorrecheneinheiten kennen, die ja auch in diese zwei Themenbereiche aufgesplittet war. Beginnen wir also mit den allgemeinen Punkten. Es hat anscheinend von der ÖH eine Umfrage zur Online-Lehre an der TU Graz gegeben, wie gut oder schlecht diese funktioniert. Es hat dazu auch zu unserer Übung aus Nachrichtentechnik einige Rückmeldungen gegeben, die aber überwiegend positiv waren. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen im Namen des gesamten Nachrichtentechnik-Übungsteams auch herzlich bedanken. Eine wichtige Frage, die auch einige Male gestellt wurde, betrifft die erste Teilklausur am 8. Mai. Und ich würde Ihnen dazu auch gerne mehr Informationen geben, als ich dies zurzeit kann. Wir haben uns vorige Woche in einer Telefonkonferenz zusammengesprochen, also meine Kollegen und ich, und verschiedene Möglichkeiten zur Abhaltung der ersten Teilklausur besprochen, also ob wir sie abhalten, ob wir sie verschieben. Nun haben wir aber die Information bekommen, dass diese Woche vom Vizerektorat für Lehre noch ein Mail mit Richtlinien zum Prüfungsbetrieb ausgesendet werden soll. Und darum haben wir dann auch beschlossen, dass wir dieses abwarten. Ich kann Ihnen daher zurzeit leider nicht sagen, ob beziehungsweise wie die erste Teilklausur stattfinden wird. Ich kann Ihnen aber versprechen, dass Sie diese Woche oder spätestens dann nächste Woche von uns Informationen per Mail dazu erhalten werden. Das wäre von meiner Seite der allgemeine Teil gewesen. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Gut, dann gehen wir gleich weiter zum Teil der Amplitudenmodulation. Gut, die erste Frage, die gekommen ist, war zum Beispiel 4, der Amplitudenmodulation. Und zwar, warum die Phase bei der Amplitudenverzerrung bzw. die Phasenverzerrung hier mit Minus in die Gleichung eingeht. Das heißt, warum der violett markierte Teil hier negativ ist.
Schauen wir uns das ganz allgemein anhand eines linearen zeitinvarianten Übertragungssystems an. Ganz allgemein betrachtet haben Sie ein komplexwertiges Eingangssignal, U1 von t, ein Übertragungssystem mit der Übertragungsfunktion h von t und Sie erhalten als Ausgangssignal das Signal U2 von t, auch wieder komplexwertig. Die Voraussetzung für unsere Berechnung ist, dass die Impulsantwort des Übertragungssystems reell ist. Dann können Sie das komplexwertige Ausgangssignal U2 von t über das Faltungsintegral berechnen. Das heißt, Ihr Ausgangssignal U2 von t ist das Integral von minus unendlich bis unendlich von U1 von tau mal h von t minus tau nach d tau. Und weiters ist gleich das Faltungsintegral von minus unendlich bis unendlich von h von tau mal dem komplexwertigen Eingangssignal O1 von t minus tau d tau. Machen wir dazu ein Beispiel und nehmen wir als komplexwertiges Eingangssignal U1 von t gleich e hoch j Omega t. Das heißt eine komplexe Exponentialschwingung. Dann können Sie das Ausgangssignal U2 von t folgendermaßen berechnen. Sie haben das Integral von minus unendlich bis unendlich von h von tau mal dem Eingangssignal U1 von t von t minus tau nach d tau. Hier setzen wir unsere komplexe Exponentialschwingung ein.
Dann erhalten wir das Integral von minus unendlich bis unendlich von h von t mal e hoch j Omega t minus tau d tau. Nun können wir diese Exponentialfunktion aufspalten. Und wir erhalten das Integral von minus unendlich bis unendlich von h von tau mal e hoch j Omega t mal e hoch minus j Omega tau nach d tau. Sie sehen, dass wir in diesem nun grün markierten Term keinen Tau mehr vorhanden haben. Das heißt, wir können das vor das Integral ziehen. Und wir erhalten e hoch j Omega t mal das Integral von minus unendlich bis unendlich von h von Tau mal e hoch minus j Omega tau nach d tau. Wenn Sie sich nun das Eingangssignal U1 von t erneut anschauen, haben Sie hier e hoch j Omega t. Das ist das gleiche, was Sie hier nun vor das Integral gezogen haben. Das heißt, dies entspricht wieder dem komplexwertigen 1 Eingangssignal U1 von t. Und ihr Integral können Sie auch schreiben als h von Omega. Ihr Ausgangssignal U2 von t ist somit U1 von t mal der Übertragungsfunktion h von Omega. Beachten Sie hierbei vielleicht, dass h von Omega im Allgemeinen komplexwertig ist, auch wenn das h von t reellwertig ist. Ihr h von Omega wird daher auch oft geschrieben als der Betrag von h von Omega mal e hoch minus j und die Phase Gamma von Omega. Sie können also weiter schreiben U2 von t, also Ihr Ausgangssignal, ist e hoch j Omega t mal der Betrag von h von Omega mal e hoch minus j Gamma von Omega. Und das ist weiter gleich, wenn Sie die beiden Exponentialterme zusammenfassen, e hoch j mal Gamma Omega t minus Gamma von Omega mal den Betrag von h von Omega. Mit diesem Wissen schauen wir uns nun ganz allgemein die Übertragung von reellen Sinusschwingungen an.
Wir wissen nun bereits, dass unser U1 von T, unser Eingangssignal, Entschuldigung, gleich E hoch J Omega T ist. Und das können wir weiter umformen in Cosinus von Omega T plus J mal Sinus Omega T. Dies wieder in unsere Formel von vorher eingesetzt, ergibt als Ergebnis U2 von T, unser Ausgangssignal, ist U1 von T, unser Eingangssignal, mal der Übertragungsfunktion H von Omega, ergibt weiter den Betrag von H von Omega, mal E hoch J Omega T minus Gamma von Omega. Das kennen wir von vorher. Und nun umgeformt in Cosinus und Sinus ergibt es also den Betrag von H von Omega mal Cosinus von Omega T minus Gamma von Omega plus J mal den Betrag von H von Omega mal Sinus von Omega T minus Gamma von Omega. Außerdem wissen wir, und das ist sehr wichtig, dass ein reelles Übertragungssystem auf ein reelles Eingangssignal stets mit einem reellen Ausgangssignal antwortet. Das heißt, wegen der reellen Impulsantwort gehört der Realteil der Antwort immer zum Realteil der Erregung und der Imaginärteil der Antwort immer zum Imaginärteil der Erregung. Wenn wir dies nun also mathematisch aufschreiben, heißt das das Folgende. Der Realteil unseres komplexwertigen Eingangssignals U1 von T ist Cosinus Omega T und daraus folgt weiter der Realteil unseres Ausgangssignals U2 von T ist der Betrag von H von Omega mal Cosinus von Omega T minus Gamma von Omega. Und dasselbe gilt für den Imaginärteil, das heißt, der Imaginärteil unseres komplexwertigen Eingangssignals U1 ist Sinus von Omega T und daraus folgt, dass auch der Realteil unseres Ausgangssignals U2 von T gleich dem Betrag von H von Omega mal Sinus von Omega T minus Gamma von Omega ist. Das heißt allgemein aufgeschrieben, U1 von T ist U Spitze mal Sinus Omega T plus Phi und daraus folgt U2 von T, also das Ausgangssignal, ist der Betrag von H von Omega
mal U-Spitze, mal Sinus von Omega T plus Phi minus Gamma von Omega. Diese Betrachtung bisher war für eine einzelne Sinusschwingung. Wir können dies natürlich auch für Mischsignale, die sich aus mehreren Sinusschwingungen zusammensetzen, aufschreiben. Der Einfachheit halber nehmen wir hier ein zusammengesetztes Signal aus zwei Sinusschwingungen mit zwei Amplituden. Das heißt, unser Eingangssignal U1 von T ist UA Spitze mal Sinus Omega A mal T plus einer Phase Phi A plus dem zweiten Sinussignal UB Spitze mal Sinus Omega B plus der Phase Phi B. Und daraus folgt, das Ausgangssignal U2 von T ist der Betrag von H von Omega A mal der Amplitude UA Spitze mal Sinus Omega A T plus Phi A minus Gamma von Omega A. Plus dem Anteil des zweiten Signals, also dem Betrag von H von Omega B, mal UB Spitze, der Amplitude, mal Sinus, Frequenz des zweiten Signals Omega B mal T, plus Phi B, minus Phasenverzerrung, Gamma von Omega B. Analog dazu für Beispiel 4 unser Eingangssignal U1 von T ist gleich U0 mal Cosinus Omega 0 mal T plus M halbe mal U0 mal Cosinus von Omega 0 minus Omega 1 mal T minus Phi 1 plus M halbe U0 mal Cosinus von Omega 0 minus Omega 1 plus Omega 1 mal T plus Phi 1.
Wie Sie sehen, handelt es sich wie zuvor um ein Mischsignal. Das heißt, wir können das ganz analog zu unserem Beispiel vorher herleiten. In weiterer Folge können wir also schreiben, unser Ausgangssignal U2 von T ist gleich der Betrag von H von Omega 0 mal Cosinus Omega 0 mal T minus Gamma von Omega 0 plus dem zweiten Signalanteil Betrag von H von Omega 0 minus Omega 1 mal m halbe U0 mal Cosinus von Omega 0 minus Omega 1 mal t minus Phi 1 minus Gamma von Omega 0 minus Omega 1 plus den dritten Anteil plus den Betrag von H von Omega 0 plus Omega 1 plus dem letzten Signalanteil Betrag von H von Omega 0 plus Omega 1, also das obere Seitenband, mal m halbe U0 mal Cosinus von Omega 0 plus Omega 1 mal t plus Phi 1 minus Gamma von Omega 0 plus Omega 1. Ich hoffe, dass mit dieser Herleitung es nun ein bisschen klarer ist, warum die Phasenverzerrung in den Termen mit einem Minus hier steht. Ja, hier ist mir ein Fehler unterlaufen. Hier oben muss natürlich statt des Realteils auch der Imaginärteil stehen. Ja, herzlichen Dank fürs Mitarbeiten und fürs Aufpassen, Herr Kollege. Wie Sie sehen, kann auch mir immer ein Schreibfehler passieren. Also herzlichen Dank nochmal. Ja, das wäre es mit der ersten Frage gewesen. Somit können wir weitergehen. Ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen dazu. Eine Frage, die ich bekommen habe, war, wie man hier bei der Amplitudenmodulation vom Signal im Zeitbereich auf Betrag und Phase im Frequenzbereich kommt. Dazu beginnen wir mit einer Umformung des Signals im Zeitbereich, also unser x von t ist ja die Amplitude a mal Cosinus von Omega 0 mal t plus Phi. Und das können wir ja in Exponentialterme umformen. Das heißt, wir bekommen a halbe mal e hoch j Omega 0 mal t plus Phi plus e hoch minus j mal Omega 0 mal t plus Phi. Diese Exponentialterme können wir nun weiter aufspalten, sodass wir a halbe mal e hoch j Omega 0 t mal e hoch j Phi plus e
hoch minus j Omega 0 t mal e hoch minus j Phi bekommen. Nun ganz allgemein zur Fourier-Transformation. E hoch minus j Phi n 0 Fourier transformiert ergibt 2Pi mal Dirac Delta von n minus n 0. Warum das so ist, dazu schauen Sie bitte in der Signalverarbeitungsformelsammlung nach, beziehungsweise in die Unterlagen der Signalverarbeitungsvorlesung. Dies nun angewendet auf unser Signal im Zeitbereich ergibt also im Frequenzbereich ein x von Omega ist gleich a halbe mal e hoch j Phi mal 2 Pi mal ein Dirac Delta von Omega minus Omega 0 plus e hoch minus j Phi mal 2 Pi mal ein Dirac Delta bei Omega plus Omega 0. Das 2π können wir nun nach vorne ziehen, sodass wir a mal π bekommen, mal e hoch j Phi, mal Dirac bei Omega minus Omega 0. Plus e hoch minus j Phi mal Dirac bei Omega plus Omega 0. Nun lösen wir noch die Klammer auf und wir erhalten a mal Pi mal e hoch j Phi mal Dirac bei Omega minus Omega 0 plus a mal Pi mal e hoch minus j Phi Dirac von Omega plus Omega 0. Ganz allgemein kann ich ja unser x von Omega aufspalten in einen Betrag und eine Phase. Wobei wir hier den Betrag und hier die Phase haben. Auf unser Signal im Frequenzbereich angewendet, bedeutet dies, dass wir hier als Betrag a mal Pi haben.
einen Exponentialterm mit der Phase Phi. Und dies bei den Frequenzen minus Omega 0 sowie plus Omega 0. Das können wir nun in einem Betrags- und Phasenspektrum aufzeichnen. Dazu zeichnen wir uns auf der x-Achse unser Omega und auf der y-Achse unseren Betrag bzw. die Phase auf. Aus unserem Signal im Frequenzbereich wissen wir, dass wir zwei Spektralanteile bei minus Omega 0 und bei plus Omega 0 haben. Und wir eine Amplitude von a mal Pi haben. Das heißt, der Betrag ist a mal Pi. Wir haben hier also zwei Spektrallinien bei minus, bei plus Omega 0. Und bei minus Omega 0 mit einem Betrag von a mal Pi. Dasselbe können wir nun für die Phase machen. Wir sehen aus unserem Signal im Frequenzbereich, dass wir eine Phase von plus Phi und minus Phi haben. Und wir sehen auch, dass bei unserem Spektralanteil bei plus Omega 0 wir eine Phase von Phi haben. Und bei unserem Spektralanteil bei minus Omega 0 von minus Phi. Im Chat ist auch eine Frage gekommen, wie könnte man beim Beispiel 5 den Modulationsgrad finden? Ist das Beispiel ähnlich zum Beispiel 5 bzw. 3? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Es geht vermutlich ums Beispiel 5 des Übungsblattes. Das Beispiel 5 beim Übungsblatt ist allerdings ja zur Frequenzmodulation, bei dem der Modulationsgrad nicht notwendig ist. Ist die Phase nicht umgekehrt? Wenn Sie sich die Fourier-Transformation ansehen, dann ist es ja so, dass das Dirac-Delta bei n minus n0 ist
Das heißt, Sie haben hier den positiven Anteil bei n minus minus Omega 0 und den negativen bei n minus Omega 0, das heißt bei minus Omega 0. Gut, dann gehen wir weiter. Eine Frage, die im Teach Center gestellt wurde, war bezüglich der Formel für das Signal-Rausch-Verhältnis, weil die auf der Folie nur für das Zweiseitenband, Double Sideband, angegeben sind. Und ob hier für das Hausübungsbeispiel Nummer 3 dieselbe Formel zu verwenden ist oder die Formel herzuleiten ist. Kann ganz kurz beantwortet werden, sie ist herzuleiten. Ich kann dazu vielleicht einen kleinen Hinweis geben. Wenn Sie haben Ihre Formel für das SNR, also Ihr Signal zu Rauschverhältnis, dann ist das ja nichts anderes als eigentlich die Signalleistung zur Rauschleistung. Das heißt, fürs Zweiseitenband zum Beispiel wäre das, Sie hätten für Ihre Signalleistung Ihren Träger plus Ihren Modulationsgrad zum Quadrat mal PU mal PT. Und wenn Sie die Trägerleistung herausheben, Ihr PT mal 1 plus M Quadrat mal PU. Wenn Sie dies jetzt einsetzen in Ihre SNR-Formel, das heißt Ihr S über N im HF-Bereich, dann haben Sie Ihre Sendeleistung im Verhältnis zu Ihrer Rauschleistung N0 mal BHF. Und wenn Sie dies dann einsetzen, bekommen Sie PT mal 1 plus M Quadrat PU. Durch N0 mal BHF. Und das gleiche können Sie natürlich auch für Ihr Single Sideband machen. Das heißt, Sie müssen halt überlegen, wie viel Sendeleistung Sie übertragen. Der Unterschied zum Zweiseitenband ist, Sie haben nur ein Seitenband und einen Träger. Das heißt, Ihr PAM ändert sich insofern, dass Sie Ihre Trägerleistung haben plus ein Seitenband, das heißt die Hälfte vom Zweiseitenband, ein halb mal M Quadrat PU mal PT. Wenn Sie dies dann in die SNR-Formel einsetzen, beziehungsweise die SNR-Formel abwandeln, überlegen Sie bitte auch, wie sich unter Umständen die Rauschleistung verhält. Also wenn Sie jetzt vom Niederfrequenzbereich in den Hochfrequenzbereich gehen, ob sich da zum Beispiel an der Bandbreite etwas ändert, ob da die HF-Bandbreite gleich ist wie die Niederfrequenzbandbreite oder doppelt so groß oder die Hälfte. Damit sollten Sie eigentlich dann auf die Formel für das SNR, für das Single Sideband mit Träger kommen. Ja, zur Frage Skriptseite 38. Ich habe das Skript jetzt gerade nicht bei mir, aber es sollte der unbegrenzte Zeiger sein.
Dann, was kann man sich unter der normierten Leistung vorstellen? Ja, die normierte Leistung ist eigentlich so eine Art Verhältnis zwischen Nutzleistung in den Seitenbändern und Gesamtleistung, wenn man es vereinfacht ausgedrückt Oder vereinfacht ausdrücken will. Ja, zur Frage. Es gibt drei Möglichkeiten, wie sich die Leistung aufteilt. Der Träger wird mit voller Amplitude übertragen, Träger mit Restamplitude übertragen, Träger wird ganz unterdrückt. Bei dem Beispiel vom Übungsblatt ist geschrieben, dass das Single Sideband mit Träger übertragen wird. Also in diesem Sinn ist gemeint, dass der Träger mit der vollen Amplitude übertragen wird. Gut, dann kommen wir zu den Fragen für FM, die Sie mir geschickt haben. Gut, eine Frage einer Kollegin war, ob ich das Beispiel 1b der Frequenzmodulation noch einmal erklären kann. Zur Erinnerung, das war, wie viel Prozent der Leistung des Signals U von T innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs liegen. Dazu schreiben wir uns noch einmal alle Werte auf, die für dieses Beispiel relevant sind. Das war auf der einen Seite das Groß Omega 0, gegeben mit 2 Pi mal 85 Millionen S hoch minus 1. Dann das Klein Omega 1 mit 2 Pi mal 5000 Sekunden hoch minus 1. Und das Eta gleich 3. Und gewünscht in diesem Beispiel, was wir suchen, ist, wie viel Leistung im Frequenzbereich von 84.984 Kilohertz bis 85.016 Kilohertz liegt. Nun, Sie wissen ja, die Frequenz ist gleich Omega durch 2 Pi. Und daraus erhalten Sie aus dem Groß Omega 0 die Frequenz F0 mit 85.000 Kilohertz sowie aus dem Omega 1 die Frequenz F1 mit 5.000 Kilohertz. Wenn Sie sich nun anschauen, welche Frequenzen im Frequenzbereich liegen, dann machen Sie das am besten schrittweise. Das heißt, Sie rechnen sich einmal F0 plus 1 mal F1 aus. Das ergibt eine Frequenz von 85.005 Kilohertz. Und F0 minus 1 mal F1 ergibt 84.995 Kilohertz. Und Sie sehen,
Beide Frequenzen liegen noch innerhalb ihres gewünschten Frequenzbereichs. Das heißt, Sie gehen einen Schritt weiter und Sie rechnen sich die Frequenzen für 2F1 aus. Das heißt, F0 plus 2 mal F1 ist gleich 85.010 kHz und F0 minus 2 mal F1 ist 84.990 kHz. Und das liegt nach wie vor innerhalb Ihres Frequenzbereichs. Nun weiter, F0 plus 3 mal die Frequenz F1 ergibt 85.015 kHz und F0 minus 3 mal F1 ergibt 84.985 Kilohertz. Auch dies liegt noch innerhalb Ihres gesuchten Frequenzbereichs. Mit 4F1 kommen Sie auf 85.020 Kilohertz und der Grundfrequenz F0 minus 4 mal F1 ergibt 84.980 Kilohertz. Und Sie sehen, nachdem Ihre Grenzen bei 84.984 Kilohertz sind und bei 85.016, dass diese Werte nun nicht mehr innerhalb des Frequenzbereichs sind. Das heißt, Sie erhalten Ihr gesuchtes N mit 3. Nun aus der vorreichenden Einheit wissen Sie ja schon, dass Ihr P Gesamt gleich U0 Quadrat durch 2R ist. So wie Ihre Leistung PFM gleich U0 Quadrat durch 2R mal die Bessel-Funktion im gewünschten Bereich in 0 Quadrat von Eta plus 2 mal der Summe von n gleich 1 bis groß n von in Quadrat von Eta. Nun sind Sie daran interessiert, wie viel Prozent der Leistung in diesem gewünschten Bereich ist im Verhältnis zur Gesamtleistung. Das heißt, P prozentuell ist gleich PFM im Verhältnis zu Ihrem P Gesamt. Und das ist weiter gleich Ihrem U0 Quadrat durch 2R mal der Bessel-Funktion in 0 Quadrat von Eta plus 2 mal der Summe von klein n gleich 1 bis groß n
von In Quadrat von Eta. Und das im Verhältnis zum U0 Quadrat durch 2R. Sie brauchen in weiterer Folge also die Werte aus der Bessel-Tabelle für Eta gleich 3 bis zu einem Wert von n gleich 3. Wenn Sie dann in der Bessel-Tabelle nachschauen, bekommen Sie die folgenden Werte. Sie bekommen für n gleich 0 minus 0,2601, für 1 einen Wert von 0,3391, für n gleich 2 einen Wert von 0,4861 und für n gleich 3 einen Wert von 0,3091. Wenn Sie dies nun in die oben ermittelte Formel einsetzen, bekommen Sie also minus 0,2601 zum Quadrat für n gleich 0 plus 2 mal, und das ist die Auflösung nun der Summe, 0,3391 zum Quadrat plus 0,4861 zum Quadrat plus 0,3091 zum Quadrat und diesmal 100%. Und Sie halten als Ergebnis 96,13%. Das heißt, das ist Ihr ermitteltes Ergebnis, das innerhalb dieses Frequenzbereichs 96,13% Ihrer übertragenen Leistung stecken. Ja, im Chat ist noch eine Frage zu AM aufgetaucht. Bei SSB mit unterdrückten Träger besteht die Leistung dann nur mehr aus der Leistung für das eine Seitenband. Das ist richtig, ja. Und bei FM bleibt die Trägerleistung konstant, wenn man die Temperaturerhöhung auf 85 Grad betrachtet. Für unseren Fall hier nehmen wir die Trägerleistung konstant. In der Realität ist das nicht ganz so, da haben die Verstärker meistens auch einen Temperaturgang, aber für unser Beispiel her bleibt das PT konstant und die Temperatur hat rein auf die Rauschleistung einen Einfluss. Gut, dann kommen wir langsam schon zum Ende. Eine weitere Frage, die ich von einem Ihrer Kollegen erhalten habe, war zum FM-Beispiel 1, wie man die Bessel-Funktion herleiten kann, sodass man die Darstellung als Summe erhält.
Das heißt, was wir zeigen wollen, ist, dass die Darstellung e hoch j mal eta mal Sinus von Omega 1 mal t plus phi 1 tatsächlich die unendliche Summe, das heißt von n gleich minus unendlich bis unendlich von i n von eta mal e hoch j n mal Omega 1 mal t plus phi 1 ist. Beginnen wir am besten damit, dass wir Omega 1 mal t plus phi 1 substituieren, damit die ganze Darstellung übersichtlicher wird. Substitution von x gleich Omega 1 mal t plus phi 1. Und wir schreiben in weiterer Folge die Exponentialfunktion als Potenzreihe an. Das heißt, unser j e hoch j eta Sinus von x entspricht dann der Summe von n gleich 0 bis unendlich von j eta Sinus x hoch n dividiert durch n Faktorelle. Und wenn wir das weiter auflösen, würde das bedeuten, wir haben 1 plus j mal eta Sinus x plus j Quadrat eta Quadrat Sinus Quadrat von x dividiert durch 2 Faktorelle plus j hoch 3 eta hoch 3 Sinus hoch 3 von x durch 3 Faktorelle und so weiter. Nun, aus der Mathematik kennen Sie sicher noch die trigonometrischen Formeln. Zur Sicherheit Sinus hoch n von x ist gleich 1 durch 2 hoch n. Mal n über n halbe plus 1 durch 2 hoch n minus 1 mal der Summe von k gleich 0 bis n halbe minus 1 von minus 1 hoch n halbe minus k mal n über k mal Cosinus von n minus 2k mal x gültig für alle n aus den natürlichen Zahlen und n gerade. Beziehungsweise Sinus hoch n von x
gleich 1 durch 2 hoch n minus 1. Mal die Summe von k gleich 0, von n minus 1 bis n minus 1 halbe, von minus 1 hoch n minus 1 halbe minus k mal n über k mal Sinus von n minus 2k mal x. Wiederum gültig für alle n aus den natürlichen Zahlen, wenn n ungerade ist. Diese trigonometrischen Formeln können wir nun verwenden, um die Exponentialreihe umzuformen. Wir erhalten dann für e hoch j eta sinus x gleich 1 plus j mal eta mal sinus x plus j Quadrat eta Quadrat durch 2 Faktorelle mal 1 halb mal 1 minus Cosinus von 2x plus j hoch 3 eta hoch 3 durch 3 Faktorelle mal ein Viertel von minus Sinus von 3x plus 3 Sinus von x. Plus j hoch 4, eta hoch 4 durch 4 Faktorelle mal 1 Achtel mal 3 plus Cosinus von 4x minus 4 Cosinus von 2x. Plus j hoch 5, eta hoch 5 durch 5 Faktorelle mal ein Sechzehntel mal Sinus von 5x minus 5 Sinus von 3x plus 10 Sinus von x und so weiter. Wenn Sie nun diese Darstellung haben, können Sie die Elemente auch umordnen. Das heißt, Sie heben Sinus x, Cosinus 2x, Sinus 3x und so weiter heraus und Sie erhalten dann für e hoch j eta für e hoch j eta sinus x Sie erhalten dann 1 minus eta Quadrat durch 2 Faktorelle mal 1 halb plus eta hoch 4 durch 4 Faktorelle mal 3 Achtel
minus Eta hoch 6 durch 6 Faktorielle mal 10 32 und so weiter, plus weiters Eta minus Eta hoch 3 durch 3 Faktorielle mal 3 Viertel plus Eta hoch 5 durch 5 Faktorielle mal 10 Sechzehntel und so weiter mal den herausgezogenen Term J mal Sinus X. Plus Eta Quadrat durch 2 Faktorelle mal 1 halb minus Eta hoch 4 durch 4 Faktorelle mal 4 Achtel plus Eta hoch 6 durch 6 Faktorelle mal 15 32. Und so weiter, wieder mal den herausgezogenen Term Cosinus 2x. Plus Eta hoch 3 durch 3 Faktorielle mal 1 Viertel. Minus Eta hoch 5 durch 5 Faktorielle mal 5 Sechzehntel. Mal j mal Sinus 3x und so weiter. Diese gegebene Darstellung formen Sie nun um und substituieren das x zurück. Das heißt, Sie ersetzen das x wieder durch das Omega 1 mal t plus Phi 1. Für uns heißt das also, wir bekommen für unser E hoch J Eta mal Sinus Omega 1 mal T plus Phi 1 gleich 1 minus Eta halbe zum Quadrat plus 3 durch 3 mal 4 mal Eta halbe hoch 4 minus 10 durch 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal Eta halbe hoch 6 und so weiter. Plus weiter Eta halbe minus 3 durch 2 mal 3 mal Eta halbe hoch 3 plus 10 durch 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal Eta halbe hoch 5 und so weiter mal 2j mal Sinus Omega 1 t plus Phi 1
plus 1 halb mal Eta halbe Quadrat. Minus 4 durch 2 mal 3 mal 4 mal Eta halbe hoch 4 plus 15 durch 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal Eta halbe hoch 6. Mal 2 mal Cosinus von 2 mal Omega 1 t plus Phi 1 plus 1 durch 3 Faktorielle mal Eta halbe hoch 3 minus 5 durch 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal Eta halbe hoch 5 mal 2j mal Sinus von 3 mal Omega 1 t plus Phi 1. Und so weiter. Beachten Sie bitte, dass ab dieser Zeile hier 2 herausgehoben wurde, damit wir später auf die Form der Bessel-Funktion kommen. Es ergibt vom Ergebnis her das Gleiche, es ist bloß ein Zweier hervorgezogen und am Ende dann mit 2 multipliziert, damit wir uns mit der Darstellung leichter tun. Das Ganze können wir jetzt weiter zusammenfassen und vereinfachen. Und wir bekommen für unser e hoch j Eta Sinus Omega 1 t plus Phi 1 gleich 1 minus Eta halbe Quadrat plus 1 Viertel mal Eta halbe hoch 4 minus 1 36stel mal Eta halbe hoch 6 und so weiter plus Eta halbe minus 1 halb Eta halbe hoch 3 plus 1 Zwölftel Eta halbe hoch 5 und so weiter, mal 2j mal Sinus Omega 1 t plus Phi 1 plus 1 halb Eta halbe Quadrat minus 1 Sechstel Eta halbe hoch 4 plus 1 48stel Eta halbe hoch 6 mal 2 mal Cosinus von 2 Omega 1 t plus Phi 1 plus 1 Sechstel
plus ein Sechstel Eta halbe hoch 3 minus ein 24stel Eta halbe hoch 5 mal 2 mal J mal Sinus von 3 mal Omega 1 mal T plus Phi 1 und dies unendlich lang fortgesetzt. Wenn wir uns die Bessel-Funktion noch einmal anschauen, dann sieht die ja folgendermaßen aus. Das heißt, sie haben I n von Eta ist gleich die Summe von k gleich 0 bis unendlich von minus 1 hoch k mal Eta halbe hoch 2k plus n gebrochen durch Gamma von n plus k plus 1 mal k Faktorelle. Gamma von x plus 1 ist der x Faktorelle und somit kann man die Bessel-Funktion umschreiben zur Summe von k gleich 0 bis unendlich von minus 1 hoch k mal Eta halbe hoch 2k plus n durch n plus k Faktorelle mal k Faktorelle. Wenn wir diese Summenglieder nun einzeln aufschreiben, erhalten wir I0 von Eta ist gleich 1 minus Eta halbe zum Quadrat plus ein Viertel Eta halbe hoch 4 minus ein 36stel Eta halbe hoch 6 und so weiter. Dies können wir natürlich auch für I1, I2 und I3 machen. Das heißt, für I1 von Eta würde das heißen, wir bekommen Eta halbe minus 1 halb Eta halbe hoch 3 plus 1 Zwölftel Eta halbe hoch 5 und so weiter. Und vielleicht noch für I2 aufgeschrieben. I2 von Eta ist ein halb Eta halbe zum Quadrat minus ein Sechstel Eta halbe hoch 4 plus ein 48stel Eta halbe hoch 6. Sie sehen also, unsere Bessel-Funktion
oder beziehungsweise die einzelnen Summenterme der Bessel-Funktion sehen genauso aus wie die Summenterme unserer Exponentialfunktion. Wir können daher unsere Exponentialfunktion von vorher umschreiben. So dass wir Folgendes erhalten. Wir bekommen für unser e hoch j Eta Sinus Omega 1 t plus Phi 1 ist gleich I0 von Eta plus 2j mal Sinus von Omega 1 t plus Phi 1 mal I1 von Eta plus 2 mal Cosinus von 2 Omega 1 t plus Phi 1 mal I2 von Eta plus 2j mal Sinus von 3 Omega 1 mal t plus Phi 1 mal I3 von Eta und dies für alle Summenterme. Sie wissen ja, Sie können Ihren Cosinus und Sinus auch durch Exponentialterme ausdrücken, das heißt Cosinus von x ist 1/2 e hoch jx plus e hoch minus jx und ihr Sinus von x ist 1 durch 2j mal e hoch jx minus e hoch minus jx. Dies wiederum eingesetzt in unserer Exponentialfunktion. Ergibt für unser e hoch j Eta Sinus Omega 1 t plus Phi 1 dass dies gleich ist mit I0 von Eta plus 2j mal 1 durch 2j mal e hoch j Omega 1 t plus Phi 1 minus e hoch minus j Omega 1 t plus Phi 1. Also das entspricht von vorher dem Sinus mal I1 von Eta. Plus 2 mal 1/2 mal e hoch 2j mal Omega 1 t plus Phi 1 minus e hoch minus 2j mal Omega 1 mal t plus Phi 1 mal i2 von Eta. Plus 2j mal 1 durch 2j mal e hoch 3j Omega 1 mal t plus Phi 1 minus e hoch minus 3j
mal Omega 1 mal T plus Phi 1. Mal I3 von Eta. Und so weiter. Nun formen wir so um, dass wir bei jedem Exponentialterm eine Bessel-Funktion stehen haben. Das heißt, unser e hoch j Eta Sinus Omega 1 t plus Phi 1 wird somit zu I0 von Eta plus I1 von Eta mal E hoch J Omega 1 mal T plus Phi 1 minus I1 mal Eta mal E hoch minus J mal Omega 1 mal T plus Phi 1. Plus I2 von Eta mal E hoch 2J mal Omega 1 mal T plus Phi 1 plus I2 von Eta mal E hoch minus 2J mal Omega 1 mal T plus Phi 1. Plus I3 von Eta mal E hoch 3J mal Omega 1 mal T plus Phi 1 minus I3 von Eta mal E hoch minus 3J mal Omega 1 mal T plus Phi 1. Und dies für alle Summenterme. Zum weiteren Umformen kommen uns die Symmetrieeigenschaften der Bessel-Funktion zugute. Wir wissen ja, I von minus 1 von Eta ist gleich minus 1 hoch n mal In von Eta. Daraus folgt, für gerade n, dass I minus n von Eta gleich ist In von Eta. Und für n ungerade, dass i von i minus n von Eta gleich ist minus i n von Eta. Wenn wir dies wiederum einsetzen in unsere Exponentialfunktion e hoch j Eta Sinus Omega 1 mal t plus Phi 1, dann erhalten wir I0 von Eta plus I1 von Eta mal e hoch j Omega 1 mal t plus Phi 1 plus I minus 1 von Eta mal E hoch minus J Omega 1 mal T plus Phi 1 plus I2 von Eta mal E hoch 2J mal Omega 1 mal T plus Phi 1 plus I minus 2 von Eta von e hoch minus 2j Omega 1 mal t plus Phi 1.
plus i3 von eta mal e hoch 2 e hoch 3j, Entschuldigung. Mal Omega 1 mal t plus phi 1. Plus i minus 3 von Eta mal e hoch minus 3j mal Omega 1 mal t plus phi 1. Wiederum für alle Summenglieder. Und in dieser Darstellung sehen Sie schon, dass man das als unendliche Summe schreiben kann. Das heißt, wir haben somit dargestellt, dass e hoch j Eta Sinus von Omega 1 t plus phi 1 gleich ist der Summe von n von minus unendlich bis unendlich von i n von Eta mal e hoch j n mal Omega 1 mal t plus phi 1. Ja, ich sehe, dass der Stream dazwischen einmal abgebrochen ist. Das tut mir sehr leid. Ich werde die beiden Teilvideos dann zusammenstellen und das gesamte Video noch einmal hochladen. Es sind noch zwei Fragen aufgetaucht. Wozu braucht man im Beispiel 5 die maximale normierte Amplitude des modulierenden Signals? Ja, danke für die Frage. Ich sehe, Sie haben sich damit schon beschäftigt. Das ist nämlich ein Überbleibsel vom Erstellen des Beispiels und sie wird zur Berechnung gar nicht benötigt. Die zweite Frage, bei Beispiel 3b steigt ja die Temperatur. Von was darf man annehmen, dass es gleich bleibt? Die Frage habe ich an und für sich vorher schon beantwortet. Es ist so, dass die Temperatur, dass wir davon ausgehen, dass die Temperatur hier den Verstärker nicht beeinflusst, sondern im SNR nur die Rauschleistung verändert. Gut, dann danke ich fürs Dabeisein, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sie können mir gerne, falls es noch Fragen gibt, mir diese natürlich schicken. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch und bleiben Sie gesund.